Arbeitest du auch im Homeoffice? Ja? Dann schau mal auf deinen Stromzähler. Denn deine Kosten für Strom oder Computer schnellen durch Homeoffice extrem in die Höhe. Für manche verkraftbar, für andere aber nicht. Dafür kommt die Regierung dir jetzt mit der Homeoffice-Pauschale entgegen. Und welche Vorteile diese Pauschale für dich hat, erklären wir dir heute. Hi, ich bin Alex und genau wie du sitze ich seit einiger Zeit im Homeoffice. Zum Jahresende gab es nun endlich die Einigung auf die Homeoffice-Pauschale. Aber am Anfang mal die Fakten für dich. Die Homeoffice-Pauschale bekommst du, wenn du eine Steuererklärung abgibst. Du kannst 5 Euro pro Tag im Homeoffice von der Steuer absetzen. Maximal darfst du aber nur 600 Euro pro Jahr ansetzen. Die Regelung gilt vorerst für 2020 und 2021. Und das Beste? Anders als bei einem steuerlich anerkannten Arbeitszimmer muss dein Homeoffice-Arbeitsplatz keine weiteren Voraussetzungen erfüllen. Ganz egal, ob du am Küchentisch, in der Arbeitsecke oder am Sofa arbeitest. Viele denken jetzt, dass es diese Pauschale zusätzlich zum Arbeitnehmerpauschbetrag gibt. Leider falsch, denn die Homeoffice-Pauschale ist bereits in deinem Arbeitnehmerpauschbetrag enthalten. Kurze Erklärung dazu. Der Arbeitnehmerpauschbetrag beinhaltet alle beruflichen Kosten. Diese kannst du bis zu einem Pauschalbetrag von 1.000 Euro angeben und das ganz ohne Belege und Nachweise. Dein zu versteuerndes Einkommen reduziert sich also automatisch um den Arbeitnehmerpauschbetrag. Das heißt, du bekommst Geld zurück. Vielleicht ist dir das aber auch als Werbungskostenpauschale bekannt. Und was ist jetzt mit denen, die schon ein steuerlich anerkanntes Arbeitszimmer haben? An die richtet sich die Pauschale nicht primär, denn das Arbeitszimmer kann weiterhin wie gewohnt abgesetzt werden. Details dazu findest du auf unserem Blog. Vor allem, wenn du erst vor kurzem ins Homeoffice gewechselt bist, profitierst du von dieser Pauschale. Für alle, die bereits ein steuerlich anerkanntes Arbeitszimmer haben, ändert sich in der Steuererklärung nichts. Aber Achtung! Das Finanzamt kann einen Nachweis der Homeoffice-Tage fordern. In welcher Form, weiß aber bisher noch niemand. Mein Tipp? Notiere dir in einem Kalender oder in Excel all deine Homeoffice-Tage. Eventuell gibt dein Chef dir auch eine Auflistung. So bist du auf der sicheren Seite, wenn sich das Finanzamt bei dir meldet. Du willst noch mehr sparen? Dann solltest du auch die Kosten für einen Heimarbeitsplatz absetzen. Egal ob Laptop, Aktenschrank, Internet oder Telefonkosten. Trag alles, was du beruflich nutzt, in die Steuererklärung ein und hol dir dein Geld zurück. Du bist dir nicht sicher wie? Kein Problem. Wieso Steuer hat einen Corona-Steuercheck, womit du alles automatisch eintragen lassen kannst. Danach prüft Wieso Steuer alle deine Angaben. Wenn alles richtig ist, schickst du mit einem Klick deine Steuererklärung direkt ans Finanzamt. Und der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Du bist Student oder Auszubildender? Dann gilt die Homeoffice-Pauschale auch für dich. Wenn du Online-Vorlesungen oder Unterricht hast, kannst auch du die Homeoffice-Pauschale beantragen. Okay, einen Haken gibt's aber. Denn Fahrten zur Uni oder zur Berufsschule müssen für gewöhnlich mit der Pendlerpauschale ansetzbar sein. An alle, die sich im Erststudium oder in der ersten Ausbildung befinden. Leider schiebt die Finanzverwaltung hier einen Riegel vor. Ihr könnt lediglich Sonderausgaben ansetzen. Du bist Student und möchtest mehr über die Absetzung deiner Studienkosten wissen? Dann schau doch mal auf unserem Blog vorbei. Mein Tipp? Um noch mehr Steuern zu sparen, lohnt es sich immer genau zu sein. Hebe Belege für berufliche Ausgaben immer auf. Oder scannen Sie einfach mit unserer kostenlosen App Steuerscan ein. So hast du alles an einem Ort gespeichert und kannst die Daten automatisch in diese Steuer übertragen lassen. Bye bye, Zettelwirtschaft. Auch Portokosten, Kosten für Papier, Stifte oder Bewerbungsfotos können abgesetzt werden. Aber auch andere Leistungen, wie zum Beispiel vermögenswirksame Leistungen, unterstützen dich beim Sparen. In unserem Video erklären wir dir alles, von Beantragung bis hin zur Anlage. Mit einem Abo unterstützt du unseren Kanal und bekommst immer hilfreiche Tipps rund um dein Geld.